kaum jemand, der sie nicht essen mag. Pizza. Es gibt sie in allen denkbaren Variationen. Mit dickem oder dünnem Boden, mit Fleisch oder vegetarisch, sogar mit Schokolade. Wir wollen heute wissen, wo findet man sie? Die leckerste Pizza in Flensburg. Wo man am besten Pizza essen kann, das ist schwer zu sagen. Also ich würde sagen, da Tonis. Ich muss sagen, das ist die beste Pizza, die ich außerhalb von Düsseldorf hier gegessen habe, die beste. Ich muss dir recht geben und sonst San Marco, das ist ein Italiener, hier weiter die Straße runter und das ist auch wirklich lecker. Pizza, Italia Pizza empfehlen, das ist... Das befindet sich hier im Citypark von Flensburg. Die haben also dünner Teig und dann aber sehr gute Belege drauf. In der Norderstraße da Tonis, weil die haben auch glutenfreien Boden. Wir gehen immer alle zu Tonis Pizza. Das ist in der Norderstraße, ist es, glaube ich. Es sieht eigentlich so unscheinbar aus, aber es ist wirklich richtig gut. Also so ein richtig schöner, knuspriger Rand und so. Ist halt auch eine italienische Familie, so die wissen halt, glaube ich, einfach, wie es geht. Deswegen. Die Pizza in Brunasera ist sehr lecker. Die beste Pizza, muss ich sagen, ist von Smileys. Also ich habe die auch schon da gegessen, ich habe die auch bestellt. Und bislang hat jeder andere Schuppen es geschafft, die Pizza wieder kalt zu liefern oder nicht so, wie ich sie wollte. Aber Smileys war immer genau das, was ich wollte. Ich konnte auch einen Kommentar hinterlassen, wie man das bei Lieferando kann. Ich finde, bei Tonis kann man richtig gute Pizza essen. Ansonsten bei Aquarello in Solitude, die ist auch richtig lecker. Bei Tonis in der Norderstraße, die finde ich ganz gut, ja. Smileys. Smileys ist eines der besten. Wenn du super viel Hunger hast und wenn man ein bisschen nach einer Feier ist da, sagen wir mal so. Roma ist nicht schlecht und auch hier bei San Marco kann man gut mal mittags was essen. Ja, ich würde natürlich ganz klar die Pizzatheca da Tonis in der Norderstraße empfehlen. Dort gibt es, glaube ich, günstig und sehr, sehr, sehr gute Pizza. Leider muss man manchmal nur anstehen, weil es wirklich sehr beliebt ist. Und ist auch authentisch, weil das sind echte Italiener. Manchmal gab es ein bisschen Schwierigkeiten, mit denen zu kommunizieren, aber die sind auf jeden Fall echt Italiener und die machen sehr gute Pizza. Okay, das war wirklich eindeutig. Ganze 8 Stimmen gehen an die Pizzatheca da Tonis. Zeit für einen Besuch beim Gewinner. Ich freue mich, weil ich denke mal nicht, dass der Beste ist überhaupt, aber auf jeden Fall eine von den Guten. Wir arbeiten erst einmal mit Gefühlen. Das heißt, die Pizzateig oder die Rezepte vom Pizzateig ist genau, kannst du auch im Internet finden. Aber das, was die Teige gut macht, das ist die Erfahrung von mir selber. Eine Teige hat immer eine Verbindung mit dem Wetter. Also du kannst nicht einfach Teig machen, wenn du nicht weißt, wie draußen ist oder feucht oder trocken oder sowas. Sonst wird der Teig einbetoniert, wird nicht so gut und der Geschmack nicht so besonders. Bei uns ist alles frisch. Jede Woche wird von mir eine Sache geliefert aus Italien oder aus Hamburg mittlerweile. Und die Zutaten sind auch hochwertig. Obwohl meine Preise günstiger sind, aber ich werde das niemals so teuer machen, weil ich will, dass alle Leute bei mir Pizza kaufen können. Und welche Pizza sollte man hier auf jeden Fall mal probieren? Die meiste, was ich verkaufe hier, das sind diese Pizza mit Rucola. Also frische Rucola, frische Tomatenscheibe, frische Mozzarella-Scheibe obendrauf und Balsamico-Dressing. Und das ist eigentlich die meiste Verkaufspizza. Was meint ihr? Wo schmeckt euch die Pizza am besten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.